to do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Satisfaction, yeah. Ja, Flutlicht. Und wen haben wir wieder mal zu Gast? Einen alten Bekannten, Real Madrid. Wir sind ja so häufig auf die getroffen, seit 2012, wie gegen keinen anderen Verein bis jetzt in der Champions League. Weil in der Saison 2012 haben wir sie gehabt, in der Saison, wo wir sogar ins Finale gekommen sind, 2013, sprich, da hatten wir sie zu Gast. Dann in der Saison 2014 auch zu Gast. Dann gab es ein Jahr Pause, wo wir ja in der Europa League gespielt haben. Dann waren sie natürlich in der Saison 2016 zu Gast gewesen und natürlich in der aktuellen Saison 2017 sind sie jetzt auch wieder bei uns zu Gast. Ja, das letzte Heimspiel ging ja fleißig hin und her, aber erstmal gehe ich natürlich auf die Einstellung, auf die Ausstellung ein. Wie ihr seht, ich habe die Ausstellung übernommen bei unserer Mannschaft, wie aus dem Spiel gegen Gladbach, wo wir ja jetzt am 6. Spieltag schön 6:1 gewonnen haben. Also wir haben uns gut darauf vorbereitet. Und dann komme ich auch gleich mal darauf zu sprechen, auf die Spiele jetzt von Real. Die haben zum Beispiel jetzt am 6. Spieltag 2:1 gewonnen. Also sind nicht so ganz in Torlaune, wie es sonst sind. Aber Champions League heißt natürlich für uns immer wieder wirklich Vollgas, Vollgas, Vollgas gegen die. Ich spreche jetzt nochmal auf das letzte Heimspiel an, in der Saison 2016-17. Dort hat ja als erstes Cristiano Ronaldo in der 17. Minute das 1:0 erzielt. Dann hat Auba in der 43. Minute noch vor der zweiten Halbzeit das 1:1 erzielt. Dann in der zweiten Halbzeit hat aber Rain das 2:1 für Real erzielt. Dann kam lange nichts, wir mussten zittern, bis uns endlich André Schürrle in der 87. Minute erlöst hat und das rettende 2:2 erzielt hatte. Also das ist auf jeden Fall eine heiße Phase immer wieder, wenn wir gegen Real spielen, weil egal ob Gruppenphase oder in Achtelfinale, Viertelfinale, wo wir uns treffen oder Halbfinale, da geht es immer hoch her und viele Tore sind garantiert. So, und der BVB legt los, aber Götze verliert erstmal den Ball und jetzt CR7 am Ball. Ah, der lässt auch unsere Jungs stehen, der ist gefährlich, aber Papa hält den Fuß schön dahin, sehr schön. Direkt mal abgewehrt. Jetzt Christian Pulisic über die linke Seite. Hey, da haben wir den Ball leider unglücklich verloren. Jetzt Modric am Ball. Kann der sich da durchsetzen im Duell mit Papa? Na, kommt der da durch? Nein, das ist nicht Papa. Toljan war das. Mein Fehler. Entschuldigung, Leute. Und da war Carvajal am Ball, aber da konnte Ömer zum Glück den Ball klären. Und das dürfte einen Eckball geben. Schade, leider war die Wiederholung hier nicht lang genug. Ja, jetzt gibt es den Eckball. Und Auba haut ihn erstmal schön raus. Das ist gut. Und jetzt natürlich Maximilian Philipp. Da ist Christian Pulisic, der zieht mal ab. Aber da konnte Ramos den Ball klären. Schon mal gut, dass die Anfangsphase gleich wirklich so heiß losgeht. Und dass hier nicht beide lange drauf warten, sich erstmal beschnuppern und in den letzten Spielminuten die Tore machen. Mario wird die Ecke reinbringen. Da kommt der Ball rein. Ah, da war immer Topper leider nicht im Kopfballduell erfolgreich, aber zumindest für uns der Einwurf. Jetzt der Einwurf von Götze. Töljan am Ball. Steckt da durch auf zwischen Pulisic, der aber leider nicht erfolgreich ist. Und jetzt Real über die linke Seite. Kann sich da, na, setzt sich da gerade ein bisschen fest. Aber jetzt Fernandes über die linke Seite und Dahoud rennt ihn den Ball ab. Sehr schön.
Ja, und unsere Fans, die feiern hier natürlich schon, weil wir immer noch die Tabellenführung in der Bundesliga innehaben. So, jetzt Weigel, ein Rückkehrer mit einem Pass auf Götze. Der ist frei und zieht ab. Und da ist das 1-0 in der 17. Minute. Eine sehr schöne Kombination. Weigel mit dem klasse Pass auf Marion Götze. Und dann natürlich eiskalt vom Tor und ab in die untere linke Ecke. Hat von seiner Leidenszeit bei Bayern, weil die haben ihn ja, muss ich wirklich sagen, da verkommen lassen und wir mussten ihn erstmal wieder aufpäppeln, dass er zu seiner alten Form zurückkommt. Jetzt aber Real Isco am Ball und der verdammt, nein, der kommt doch noch an. Jetzt aber, da konnte immer Pogba schön den Ball ablaufen. Und er hält da hinten auch alles mit Papa und Christian jetzt über die linke Seite. Und wieder Götze am Ball. Der steckt durch auf Mohamed Tamut, aber der verliert da leider den Ball. Und jetzt Real natürlich sehr schnell im Umschaltspiel. Und Asensio kann sich da auch gut durchsetzen über die linke Seite. Flankt rein, aber da kann Tolcan den Ball erstmal rausköpfen. Und jetzt Cavrial gegen Maximilian Philipp und der kann sich da sehr gut durchsetzen. Jetzt Auber am Ball, der passt auf Götze. Götze steckt jetzt für Christian Pulisic durch. Der alleine 1 gegen 1 zieht ab und da ist das 2-0 in der 29. Minute. Klasse Pass gewesen und klasse Torabschluss. Irgendwie haben wir das nicht, also mit den linken Ecken. Jetzt bin ich mal auf die Antwort von Real gespielt, aber da hat Modric gleich mal direkt den Ball verloren. Nein, doch. Oh, das war ein Hin und Her jetzt gerade und jetzt bleibt Borussia Dortmund erstmal im Ballbesitz. Jetzt Dahoud mit langer Passversuch, aber das war leider nicht erfolgreich auf Pischen. Und jetzt Asensio über, jetzt will er durch die Mitte kommen. Modric am Ball und der wird aber nicht da ganz genett. Da zieht Asensio ab, aber der Ball geht vorbei. Ah, der hat sich da gut durchgesetzt gegen Ömer Toprak. Oh, ist das herrlich, wenn man das so sieht. Auch wenn es nur das Spiel ist, in echt ist es natürlich noch schöner. Richtig schön, Flutlicht. Das macht immer Spaß in der Hölle, Westfalenstadion. Und der BVB bleibt erstmal im Ballbesitz. Jetzt versucht wir übers Mittelfeld zu kommen, aber Götze bleibt am Ball. Ah, schade, aber der war leider zu steil und zu hoch für Christian Pulisic. Und Isco jetzt versucht Real über dieses Mittelfeld zu kommen und können sich da auch gut durchsetzen, aber Papa passt da auf, bleiben aber weiter dran, ne? Jetzt Asensio, der kann sich da durchsetzen. Zieht mal ab. Das war knapp. Da hat die Latte geklärt. Wir müssen echt da jetzt aufpassen, weil jetzt drückt Real richtig drauf. Schade, dann hat sich auch Papa weggedreht und dadurch war der Weg natürlich frei für den Ball.
Ah, schade, da konnte Maximilian Philipp sich nicht durchsetzen. Jetzt Casimiro am Anstoßpunkt. Isco, kann der sich da durchsetzen? Ja, gegen der Hut, der läuft da durch. Jetzt Asensio wieder, aber da hat Piszczek aufgepasst und Christian hat natürlich gleich nachgesetzt. Jetzt der BVB mit einem schönen Pass auf der linken Seite auf Maximilian Philipp. Und was macht er? Der flankt rein. Ah, schade, aber die war zu ungenau. Und da ist auch der Schluss für die erste Halbzeit. Ja, war auf jeden Fall eine spannende erste Hälfte. Hier der Torschütze zum 2:0. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Und da sind wir auch zurück zur zweiten Halbzeit. Wir gehen auch unverändert jetzt in die zweite Halbzeit. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Also es wird auf jeden Fall bis jetzt erstmal weiter ein Offensivfeuerwerk bleiben hier. Und da kann sich Lukas Modric gut durchsetzen. Und da muss Bürki das erste Mal runter. Ganz knapp gewesen. Jetzt die Ecke von CR7. Hier scharf, aber da hat Götze aufgepasst. Und Auber kann sich da oben sehr schön den Ball erlaufen. Und jetzt Götze, kann er sich durchsetzen. Passt erstmal auf Maximilian. Der setzt nochmal zurück. Und da verliert Auber den Ball. Schade, jetzt CR7 über die rechte Seite. Und CR7 ist gefährlich, aber da stellt sich Tolschan klasse in den Weg. Sehr schön. Und jetzt Christian Pulisic über die rechte Seite und ist er dann nochmal erfolgreich. Oh, man kommt mit dann nochmal Christian am Ball. Zieht ab, aber der geht vorbei. Schade. Und ich muss natürlich nochmal kurz eine Richtigstellung machen, aber erstmal hier der Wechsel bei Real. Bale geht runter, dafür... Nein, Bale kommt natürlich rauf und Asensio geht runter und Casemiro geht runter und Toni Kroos ist dafür neu auf dem Platz. So, und jetzt nochmal die richtige Stellung. Der Spieler von Real Madrid heißt natürlich nicht Lukas Modric, sondern er heißt Luca. Das war mein Fehler. Und auf Bale müssen wir auf jeden Fall aufpassen, weil der ist noch vorgefährlicher als Cristiano Ronaldo. Und was sage ich, da ist er direkt mal am Ball, zieht ab, aber der geht vorbei. Und der erste Wechsel beim BVB. Unser Torschütze zum 2:0, Christian Pulisic, geht runter und da für neu auf dem Platz Kagawa Shinji. Ich liebe den kleinen Japaner wirklich. Das ist unsere Tormaschine und der ist immer lustig drauf. Der ist auch wirklich ein richtiger Publikumsliebling. Und der ist auch immer für Tore gut. Und da ist jetzt der Hut am Ball. Der kann sich da gut durchsetzen mit einem schönen Pass auf Maximilian Philipp. Kommt er durch. Aber die Flanke wurde geblockt. Und Varane jetzt im Doppelpass hier mit Havial. Havial, so, Entschuldigung. Und jetzt Deutschland setzt natürlich da klasse nach. Passt auf der Hut. Der steckt schön durch auf Kagawa. Zieht mal ab. Da kann Naves schön ablocken.
Und jetzt die Ecke von Götze. Kommt rein. Und, oh, schöner Kopfball von Ömer Toprak. Ganz kleines Stück zu hoch. Ah, der geht knapp über die Latte. Real über die linke Seite, können sich da auch gut durchsetzen. Jetzt Isco, aber dem der Ball abgelaufen, sehr schön. Und jetzt setzt der BVB natürlich nach und Götze jetzt über die rechte Seite und die Flanke kommt gut, aber da kommt Maximilian Philipp nicht am Ball. Da Hut nochmal nachgezogen, aber Reals Abwehr steht felsenfest. Ja, da ärgert sich natürlich Mohamed Dahoud zurecht, dass das Ding nicht reinging. Aber da stand er auch blöd zum Tor. Und wir haben den nächsten Wechsel beim BVB. Ein Austausch in der Verteidigung. Lukas Piszczek geht runter, neu dafür auf den Platz, Zagadou. Das heißt dann auch eine Umstellung im System. Das Tolcan rückt auf die rechte Seite jetzt rüber und Zagadou bleibt auf der linken Seite. Und der hat da jetzt erstmal ein Problem mit Vaquez und der kann sich da auch durchsetzen. Bale zieht ab und da ist der Anschlusstreffer. 2-1 Real Madrid. Und wie ich es vorhin schon angekündigt habe, auf Gareth Bale muss man echt aufpassen. Da war Lukas Piszczek, glaube ich, mit involviert. Nein, Tolcan war es, aber... Schade, der konnte den Ball auch nicht halten und das ist klar, dass da denn Bale das natürlich ausnutzt. Und der Pfosten hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht noch den Ausgleich kassieren. Weil Real wird jetzt garantiert in den letzten Minuten nochmal richtig aufs Gaspedal treten. Und versuchen hier den Ausgleich womöglich dann auch nochmal den Siegtreffer sogar zu machen. Und ein neuer Wechsel beim BVB wieder. Diesmal geht unsere griechische Eiche Papa Sokrates vom Platz. Und neu dafür, der schon in dem Spiel gegen Gladbach zurückgekehrt und Marc Bartra, da freuen wir uns natürlich, der eine richtig, richtig schlimme Zeit hinter sich hatte. Man denkt bloß an diesen miesen, feigen und hinterhältigen Terroranschlag auf unserem Mannschaftsbus im Spiel gegen AS Monaco. Und der hat sich wirklich gut erholt. Und schön, dass er jetzt auch wieder da spielt, auch in der Champions League. Und da kann sich Jule Weigel direkt mal den Ball sichern. Sehr schön. Ach, schade. Der Pass ging jetzt leider in die Hose. Und da Luka Modric am Ball, jetzt Isco. Ach, schade, aber Kagawa passt auf und setzt nach. Passt jetzt auf Auer, der leitet auf Götze weiter. Das ist natürlich jetzt eine schöne Situation. Und die Flanke wurde aber geblockt. Und jetzt erneut die Ecke. Götze wird sie reinbringen. Da kommt er rein, aber kein Dortmunder kommt ran. Aber gut, Tolcan setzt nach. Mit einem Pass auf Götze. Und auch das wird wieder abgewehrt. Wieder die Ecke von Götze und rein und da war direkt mal Kagawa am Ball, aber leider nicht erfolgreich und die Madrilenen hauen natürlich erstmal den Ball nach vorne raus und können ihn jetzt auch sichern und jetzt 3 gegen 3 hier, jetzt wird es nochmal richtig spannend, da konnte aber immer Toprak sehr gut aufpassen, jetzt der Pass auf Maximilian Philipp, der steckt durch auf Ober. Der versucht jetzt über die rechte Seite in den Flug zu kommen. Ah, schade, da ist ihm der Ball beim Pass verrutscht. Sonst wäre da Götze garantiert rangekommen. Und jetzt Dahoud, der wird gefoult.
Der riecht sich auch zurecht auf, aber Schiri lässt laufen. Und da hat Marc Bartra natürlich schön aufgepasst. Jetzt Götze mit langem Pass und der ist leider viel zu lang für Auber. Schade. Und da hat Maximilian Philipp aufgepasst, der kann sich da auch erstmal durchsetzen. Der wird da auch erstmal umgerissen von Carvial. Und da ist der Schlusspfiff. Ja, der BVB gewinnt das Spiel mit 2:1 in der Hölle Westfalenstadion. Das ist natürlich gut. Die Frage, ob wir jetzt auf Platz 3 bleiben, werden wir sehen, weil wir müssen ja schauen auf das Mittwochspiel, wie Tottenham gegen Nicosia spielt. Ich sage auf jeden Fall schon mal ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritik und Anregungen für mich habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und besucht mich auch mal auf meiner Twitter-Seite und auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es auch immer die neuesten News, was es um den Zwänghammer angeht. Ich sage ciao, euer Zwänghammer.